Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Videowochenschau. Alles neu macht der August. Zumindest die Pausenhöfe der Alexanderschule und Martin-Luther-Schule sowie der Christophorus-Schule in Vechta. Da kickt der Bürgermeister direkt mit. Die Kosten für die Maßnahmen lagen insgesamt bei 378.000 Euro. Tja, Anstoß. Dieses Mal eine Schatztruhe. Der letzte Anstoß, letzten Jahr. Von jedem Jahr eine Ausgabe. Dies war damals die erste. Lohnes Verbandsliga-Trainer Ludger Holthaus hatte die Mannschaft oben auf den Sprungturm im Lohner Freibad geschickt. Vier Farbfotos insgesamt. In der Mitte Rot-Weiß-Damme, Falke Steinfeld. Auf diesem Foto ist ein Sportler, der ist 30 Jahre später immer noch in der gleichen Funktion im neuen Anstoß drauf. Hinten das vierte Foto, das war's an Farbe. Sonst alles nur schwarz-weiß. Walter Zwick. Eine Seite Kreisliga. Heute haben wir im neuen Anstoß 13 Seiten Kreisliga plus Kader. Und man sieht es hier. 33 Farbfotos von den Mannschaften. Das war der Stand vor anderthalb Wochen. Die roten Termine mussten noch besetzt werden. Das wichtigste Foto ist natürlich das Titelfoto. Ich habe mich entschieden für ein Foto aus dem Testspiel Lohne gegen Dinklage bei Amasiaspor Lohne. Rauf auf die erste Seite. Insgesamt 68 Seiten Anstoß, so viel wie noch nie, liegt am Freitag der UV bei. Und das ist er, der neue Anstoß. Legt ihn euch weg und in 30 Jahren könnt ihr vielleicht mit ergrautem Haar schön den rumblättern. Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe Dinklager Sommermusik gibt es am Sonntag den dritten Teil. Ab 17 Uhr in der alten Weberei treten Captain Candy und DJ Co. auf. Die Powerband aus Bremen und die Dinklager Jazzformation haben ein gemeinsames Bühnenprogramm entworfen. Und wer es lieber sportlich mag, am Sonntag lädt die Radsportgemeinschaft Lohne Vechta zum Volksradfahren ein. Start ist um 8.30 Uhr an der Ketteler Schule in Lohne. Vielleicht will ja der ein oder andere von euch noch spontan mitfahren. Ich wünsche euch wie immer an dieser Stelle ein wundervolles Wochenende.